Wenn er sein Nachtsgebet, sein nächtliches Gebet, sein Hizb, wie wir eben schon hatten, der Nacht aus irgendeinem Grund nicht beten konnte, hat er diese tagsüber irgendwann nachgeholt. Aber mit zusätzlichen Gebetseinheiten. Denn sein nächtliches Gebet bestand nicht aus 12 Rakaat. Aber er hat das gemacht, er hat dem was hinzugefügt, weil die Gebete in der Nacht vorzüglicher sind. Und um dies irgendwie zu kompensieren, hat er tagsüber weitere Rakaat hinzugefügt. Es ist also nicht einfach eine Form des Qada. Weil wenn ich ein Gebet nachhole, dann hole ich es genauso nach, wie es zur Zeit hätte verrichtet werden müssen. Wenn ich das Salat al-Dhuhr aus irgendeinem Grund verpasse, verschlafe oder was auch immer und es nachhole, ich hole 4 Rakaat nach, richtig? Es ist also nicht nur ein Nachholen, sondern das Verpasste wieder gut zu machen. Und da das Gebet in der Nacht schwerer und besser gewertet wird als das tägliche Gebet, hat er einige Gebetseinheiten hinzugefügt. So, dieser Hadith ist bei Muslim überliefert.